weiter. Und zwar wird Dr. Gasser und Dr. Öhn die von Ihnen durchgeführten psychotherapeutischen MDMA- und LSD-Forschungsprojekte vorstellen. Ich möchte doch die beiden noch kurz vorstellen. Der Dr. Med und FMA Psychiatrie und Psychotherapie Peter Gasser steht seit 18 Jahren unserem Verein als Präsident vor, wurde er heute Morgen sehr angenehm auch gewürdigt diesbezüglich. Ihn charakterisiert mein Erleben nach ein unermüdlicher Glaube an die heilbringende Wirkung der hier diskutierten Substanzen und auch eine nachhaltige Begeisterung für unsere Gesellschaft und dessen Potenzial. In schwierigsten Situationen wusste er immer wieder Wege aufzuzeigen, die aus einer Konfrontation, Erstarrung, Prinzipienreiterei in offene, kreative und neue Weiten führten. Sein Humor, seine Fähigkeit, fast überall das Positive zu sehen, hat unserem Verein sehr viel gebracht. Seine Ausdauer und Zähigkeit, aber auch seine Leichtigkeit kann er auch immer wieder in seinem Steckenpferd, dem Fahrradfahren, unter Beweis stellen und damit ungläubiges Staunen bei weniger Sportbegabten auslösen. Dieser Zähigkeit und Leichtigkeit verdanken wir auch wesentlich unserer heutigen Tagung. Auch er ist Mitautor des Buches Therapie mit psychoaktiven Substanzen und hat verschiedene Artikel und Interviews publiziert. Er wird uns über seine Forschung jetzt berichten. Vielen Dank, Paul, für die Leichtigkeit und die Zähigkeit, das höre ich gerne. Ich habe an den Anfang meines kurzen Vortrags, wir sind ja zu dritt und teilen uns die Zeit, eine kürzeste Zusammenfassung gemacht der Studie, die ich durchgeführt habe. Sie sehen sie schon projiziert, diese LSD-Psychotherapie-Studie, die ich in den Jahren 2008 bis 2012 durchführen durfte. Also das Wichtigste vielleicht ist, dass es die Studie überhaupt gibt. Es ist die erste Studie, die seit 1973 publiziert wurde und nach dieser langen Zeit der Blockade ist es wieder möglich geworden, eine LSD-Psychotherapie-Studie durchzuführen und zu publizieren. Das ist das Aufsehenerregendste am Ganzen. Die Resultate selber sind etwa im Rahmen dessen, was wir erwartet haben. Es ist eine Pilotstudie, das heißt eine Vorstudie, weil eine weitere Studie sollte folgen. Und wenn ich vor 10 Jahren noch gesagt hätte, es sind vor allem die Behörden und diese unglückliche Betäubungsmittelgesetzgebung, die die wissenschaftliche Forschung behindern, so würde ich heute sagen, es sind mehr Ressourcen und Finanzen. Denn ich denke, die Tür ist mittlerweile offen weiterzufahren, aber es braucht Geld, es braucht Leute, die so etwas durchführen. Und Geld kriegt man fast nur über Spendenfinanzierung, nicht über offizielle Kanäle für diese Art Forschung. Zur Studie selber kann ich sagen, das ist vielleicht noch vor den Resultaten die wichtige Mitteilung. Es gab keine nennenswerten Zwischenfälle, auch nicht Nebenwirkungen, die länger angedauert hätten. Wir haben gute und dauerhafte objektive Resultate. Auch nach 12 Monaten haben wir gesehen, dass die Ängste, das war ja unser Hauptmessinstrument, die Angstmessung bei diesen Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, auch nach 12 Monaten waren diese Angstwerte tief geblieben. Die Patienten selber sagten, das hat mir gut getan, ich würde es wieder tun und ich würde es auch meinen Freunden empfehlen. Es gibt von dieser Studie 2 Publikationen. Die Sie hier sehen. Ich weiche aber jetzt von meinem Programm ab und ich hoffe, dass Sie mir diese Abweichung verzeihen, denn ich möchte Ihnen im Weiteren nicht die Details zur LSD-Studie erläutern. Sie können sie in diesen 2 Publikationen nachlesen. Ich will die mir verbleibenden Minuten nutzen, Ihnen die Geschichte einer Patientin zu erzählen, für die ich zurzeit eine Ausnahmebewilligung vom Bundesamt für Gesundheit erhalten habe zur LSD-unterstützten Psychotherapie. Sie ist also keine Studienpatientin. Die Frau ist heute etwa Mitte 40. Sie erlitt als Kind einen schweren sexuellen Missbrauch durch den Vater. Über Jahre musste sie im Bett der Mutter neben dem Vater schlafen, weil die im Konflikt verstrickten Eltern das Ehebett nicht mehr teilen wollten. Über etwa 6 Jahre musste sie oft mehrmals wöchentlich sexuelle Übergriffe durch den Vater über sich ergehen lassen. Das war zu viel für ihre kindliche Seele.
Sie entwickelte unter anderem das, was wir als Dissoziation bezeichnen. Einerseits ein aus dem Körper hinausgehen in der Situation und auch in der Erinnerung des Übergriffs, ein sich distanzieren aus dem Unerträglichen. Andererseits spaltete sie den Vater in mehrere Geschöpfe. Nachts war er ein Monster, das über sie herfiel, dunkel, furchterregend, mit großen Händen und fratzenhaftem Gesicht. Tagsüber gab es den Vater, der sie liebte, den sie liebte, der ihr Fahrradfahren und Schwimmen beibrachte, mit dem sie in den Wald auf Erkundungstouren ging etc. Das Monster und der Vater waren in ihrem Innern weit getrennt. Sie sollten nichts miteinander zu tun haben. Dass es sich um ein und dieselbe Person handelt, hätte sie nicht ertragen. Und schließlich der dritte Teil ihrer Dissoziation war, dass sie sich in eine, wie sie sagt, Traumwelt flüchtete. Eine harmonische Welt, wo sie in Sicherheit lebt, wo ihr niemand etwas zuleide tut und wo sie gestalten und mitbestimmen kann, wie es läuft. Diese Traumwelt führte unter anderem dazu, dass ihre Schulleistungen schlecht waren, obwohl sie ein intelligentes Kind war. Sie war eine Träumerin, die oft den Unterricht verträumte. Die Patientin ist schon lange bei mir in Behandlung. Es dauerte mehrere Jahre, bis sie mir vom sexuellen Missbrauch zu erzählen wagte. Obschon ich sie wiederholt danach fragte, verneinte sie stets. Ihr Vater hatte sie zur Geheimhaltung erpresst, indem er ihr sagte, die Mutter würde weggehen und nicht mehr wiederkommen, wenn sie das, was im Schlafzimmer passierte, weitererzählen würde. Und da es der Mutter tatsächlich auch schlecht ging und sie in suizidaler Verzweiflung mehrmals davonlief, bezog es die terrorisierte Patientin in schuldhafter Weise auf sich und hütete das Geheimnis des sexuellen Missbrauchs bis weit ins Erwachsenenleben hinein. Einzig in verstörenden Bildern, die sie in einer Maltherapie anfertigte, zeigte sich hin und wieder ein Hinweis auf ihr Leiden, doch konnte sie lange für das, was sie malte, keine Worte finden. Ich zeige Ihnen drei Bilder, die sie in dieser Zeit gemalt hat. Hier sehen Sie das Monster mit dem fratzenhaften Gesicht, die bösen Augen, die großen Hände und da unten rechts die Person, die da liegt. Hier auch die Hände, die Fratzengesichter haben, die eindringlich und nahe kommen. Manchmal hat sie auch mehrere Monster gezeichnet. Und dann sehen Sie die Person zweimal, einmal so in einer blauen Blase drin, einmal am Boden kauern, gefangen. Auch auf diese Bilder hatte ich schon zur Verfügung, fragte sie natürlich, weil es so suggestiv ist, nach dem Missbrauch. Sie hat ihn aber verneint, sodass auch ich verwirrt war. Sie machte große Fortschritte in der jahrelangen Therapie, jedoch weiter bestand die Gefährdung zur Dissoziation in gefühlsmäßig belastenden Situationen, welche sie in emotionale Überschwemmung, Verwirrung und Sprachlosigkeit oder aber in einen Rückzug in eine weit entfernte Traumwelt brachten, wo zwar scheinbar alles gut ist, sie aber vollkommen einsam und ohne Kontakt zur Außenwelt ist. Für diese Patientin habe ich also vom BAG eine Behandlungsbewilligung zur sogenannten begrenzten medizinischen Anwendung bekommen, obschon es auf den ersten Blick ja nicht logisch erscheint, bei einer Dissoziation ein Mittel einzusetzen, das seinerseits eine solche Dissoziation substanzbedingt erzeugen kann. Ich lese Ihnen ein paar Passagen aus dem Erlebnisprotokoll vor, das sie nach der ersten LSD-Sitzung Ende Dezember des letzten Jahres geschrieben hat. Sie schreibt zwar in der Gegenwartsform, hat aber das Protokoll in den Tagen und Wochen nach der Sitzung verfasst. Ja, ich bin wieder im Wald und muss glücklich schmunzeln. Cool, gemütlich, schlendere ich weiter, lasse mich von den Tönen und Lauten und den betörenden süßen Walddüften führen. Eine Waldlichtung, bei der mehrere Gestalten um ein Feuer sitzen, weckt meine Neugier. Zögerlich setze ich mich zu ihnen ans wärmende Feuer, doch diese Gestalten reagieren nicht auf mein Kommen. Sie bleiben einfach ruhig da sitzen, stille. Nur ein gelegentliches Rascheln von einem Tier oder das Gezwitscher eines Vogels und das Knistern des Feuers. Fast wie ihre Reise in die Traumwelten erlebt sie den ersten Teil der LSD-Erfahrung sehr bildhaft und entspannt. Dies wird aber jäh unterbrochen. Doch noch eine Person ist da, etwas abseits im Schatten eines Baumes am Waldrand und beobachtet mich. Die Angst breitet sich in mir aus, ich weiß, wer das ist. Sie befällt mich mit ihrer Macht, greift nach meiner inneren Sicherheit wie auch dem Schutz, sodass ich mich hilflos und winzig fühle. Ich spüre meine Unruhe,
höre mich stark atmen, habe kalt und es wird mir schlecht, denn es ist mein Vater, der hier am Waldrand steht. Panisch versuche ich, den neu entdeckten, vertrauten Geruch festzuhalten, doch auch er entgleitet mir und verflüchtigt sich. Nein, immer tiefer versinke ich in den Sumpf der Angst, lasse Gefühle zu, die mir nicht gut tun und mich blockieren, indem sie meine Selbstbestimmung fressen, sowie mein Vertrauen rauben. Was bleibt, ist eine mich lähmende Schwere. So passiert es, dass der Kontakt zu meinen Gefühlen reißt, dass ich den Schutz verliere, meine Gedanken im Kopf sich völlig vom Körper trennen und irgendwo umherschweben. Sie beobachtet also die eigene Dissoziation und gerät in einen Panikzustand, der sich im momentanen Erleben auch fortsetzt. Ich habe Angst. Erneut tigere ich ziellos umher, bleibe kribbelig stehen. Peter, das Zimmer teilt sich. Tatsächlich, aus dem einen Therapieraum sind mehrere gleich aussehende Zimmer entstanden. Angsterfüllt laufe ich von Raum zu Raum und treffe dabei x-mal auf dich, Peter. Aber welcher davon bist du wirklich? Werde ich psychotisch? Auch zu Hause kann mir das passieren, dann wandere ich ebenso ruhelos durch meine Wohnung. In diesen Situationen bin ich innerlich wie gespalten, alles von mir ist voneinander losgelöst. Das Herumgehen hilft mir, diesen erdrückenden Zustand besser auszuhalten, ich halte mich nicht mehr aus. Ebenso lese ich aus deinen Augen, Peter, dass auch für dich mein ruheloser Zustand schwierig zum Aushalten ist. Das weckt in mir eine große Sorge um dich. In all dieser Sorge und der Angst zeigt sich aber plötzlich irgendwo tief in mir ein vertrauensvolles Wissen, dass du sehr wohl gut zu dir selber schauen kannst und du das zusammen mit mir durchstehen wirst. Sie beruhigt sich langsam wieder und weiter schreibt sie, verschwitzt sowie erschöpft liege ich quer mitten im Zimmer. Was ist nur mit mir geschehen? Ganz langsam bewege ich mich, spüre den Boden und den weichen Teppich unter mir. Bin ich etwa auf die Welt zurückgekehrt? Eine beruhigende, angenehme Wärme durchflutet meinen hektischen Körper und hinterlässt in ihm eine große Ruhe. Ich bin von meinem Herzen schützend umgeben, während ich seinem Pochen tief in mir lausche, das wie satte Trommelschläge gleichmäßig und volltönend durch meinen Körper pulsiert. Diese plötzliche Herzensnähe macht mir zuerst einmal eine runde Angst. Doch dann überwinde ich sie und vertraue mich ganz den behutsamen Händen meines Herzens an. In ihnen geborgen, eingekuschelt, öffne ich mich für das Verborgene. Eine innere Verbindung, die mit ihrer Intensität meinen ganzen Körper, meine Gedanken und mein Denken, meine Seele und mein Herz lebendig miteinander in sich vereint. Nennen wir Menschen das Einssein mit sich selbst? Es ist eine Verbundenheit, die mich ehrfürchtig und dankbar zum Staunen bringt, ja mir das Gefühl schenkt, endlich in mir nach Hause zu kommen. Ich bin in meinem Herzen und begegne plötzlich zu meiner Überraschung den Gestalten oder Fabelwesen von heute Morgen am Feuer. Gehören sie etwa zu mir? Und es wird mir bewusst, dass jeder von ihnen einen Teil von mir in sich trägt. Und plötzlich rieche ich auch wieder ganz deutlich den vertrauten Duft von heute Morgen. Wow, dieser Duft, das weiß ich jetzt, wird mich noch einige Tage überall hin begleiten. Soweit die Stellen aus dem Protokoll. Sie können durch diese Schilderung verstehen, dass die Patientin durch eine Phase der Dissoziation und der Panik, die für sie und auch für mich schwierig zu ertragen war, in einen wieder integrierten Zustand kam, der über Brücken, zum Beispiel den charakteristischen Waldduft, Verbindungen zwischen den dissoziierten Welten schafft und ihr damit hilft, ihr Erleben als Einheit und als Teil von sich selbst zu erleben. Zur zweiten LSD-Sitzung vor 6 Wochen hat sie folgendes Bild als Unterstützung für sich gemalt und mich mitgebracht. Eine farbige Zeichnung, in der Farben und Formen Harmonie ausdrücken sollen. Wo Kopf, Herz und Hand, symbolisiert durch den Baum, den konzentrischen Kreis und das Molekül oben, sich unterstützen und wo die Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft im Gleichgewicht zusammenwirken. Und die kleinen Helfer sind auch wieder da. Ich will Ihnen mit dieser Schilderung 3 Dinge zeigen. Erstens, ich wollte Sie Einblick nehmen lassen in eine LSD-Sitzung durch die Schilderung einer Patientin und Ihnen zeigen, wie diese Art von Therapie wirken kann. Zweitens, obwohl die LSD-Erfahrungen Dissoziationen im psychischen Erleben erzeugen,
sind sie durch Selbstbeobachtung und Integration geeignet, die unwillkürliche Dissoziation im Alltag besser steuern zu lernen. Drittens, ich schätze mich glücklich, im Rahmen von Ausnahmebewilligungen diese Arbeit tun zu dürfen, auch wenn begrenzte medizinische Anwendung wahrscheinlich keine Langzeitlösung ist, so ist es doch jetzt und heute eine Möglichkeit, in speziellen Fällen psycholytische Therapien durchführen zu können. Erlauben Sie mir noch eine kritische Anmerkung zum Abschluss. Ist es verantwortbar, eine so intime Geschichte vor einem so großen Publikum zu erzählen? Natürlich habe ich die Patientin um Erlaubnis gefragt und ihre Person anonymisiert. Aber birgt so eine Beschreibung nicht die Gefahr der Banalisierung? Etwas in Worte fassen weckt die Illusion, es sei handhabbar, verstehbar, strukturierbar. Wohl war die Patientin lange stumm, weil sie der Vater mit seiner Schweigepflicht terrorisierte. Aber es gibt noch eine andere Erklärung. Es gibt ein Grauen jenseits von Worten und Konzepten, und es zu benennen heißt auch, es in seiner Tiefe und Wucht zu verlieren. Die Frau hat ein schweres Leben und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, die LSD-Therapie könne sie davon heilen. Sie wird lernen, ihre Dissoziationen besser zu verstehen und zu meistern, und sie wird die unschätzbar wertvolle Erfahrung bewahren, wie es ist, wenn man sich eins fühlt, wenn man bei sich zu Hause ist. Aber die Hölle, die sie erlebt hat, kann auch LSD nicht wegmachen. Vielen Dank. Fragen können nachgestellt werden bei der Schlussrunde. Bist du einverstanden? Ja. Damit möchte ich überleiten zum nächsten Vortrag von Dr. Peter Öhen. Peter Öhen ist seit der frühesten Zeit der SEPT ein Mitglied unserer Vereinigung und über mehr als 20 Jahre war er auch im Vorstand tätig. Peter Öhen war in der Arbeitsgruppe, die das Scheitern unseres Psilocybin-Projektes miterleben musste, und er war es, aber dann auch der Ende 2004 eine Bewilligung für ein Forschungsprojekt und damit eine Möglichkeit, mit MDMA psycholytische Psychotherapien durchzuführen bekam. Mit großem Enthusiasmus und zunehmendem Expertenwissen über posttraumatische Belastungsstörungen führte er eine Pilotstudie bei eben diesen Patienten durch. Peter Öhen ist auch Mitautor des Buches Therapie mit psychoaktiven Substanzen. Darf ich dich bitten? Vielen Dank, Paul, für die freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, ich möchte euch über diese Studie berichten, die wir das Glück hatten, durchführen zu dürfen. Zuerst vielleicht die Geschichte, wie das alles zustande kam. Paul hat die Psilocybin-Studie erwähnt, die bachab ging. Das war ziemlich frustrierend für alle Beteiligten. Und ich hatte schon lange irgendwie das Gefühl, etwas beitragen zu müssen zur Weiterentwicklung oder vielleicht sogar einmal zur Registrierung von MDMA als Medikament und bin weiter auf die Suche gegangen. Mein erster Halt war bei Professor Ulrich Schnieder von der Psychiatrischen Poliklinik in Zürich. Ich habe gefragt, ob er sich vorstellen könnte, in diese Forschung einzusteigen. Er ist Psychotraumatologie-Experte. Er hat abgewunken. Und der nächste Schritt war, als ich erfuhr, dass Michael Mithöfer eine Bewilligung erzielen konnte, war mit meiner Frau Verena Wittmer ins Flugzeug zu steigen und Rick Doblin zu besuchen. Und natürlich, wer Rick kennt, weiß, der fängt sofort Feuer bei solchen Ideen.
Und das war der Beginn. Erstaunlicherweise ging das alles rasch und wir konnten dann Ende 2006 mit der Studie, mit der Rekrutierung von Probanden beginnen. Okay, hier. Also Hypothesen und Ziele dieser Studie waren, einen Machbarkeitsnachweis zu erbringen, und zwar mit einem anderen Therapeutenteam in einem anderen kulturellen Kontext und auch die Resultate der ersten Pilotstudie von Michael Mithöfer. Er wird da nachher darüber berichten, bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit zu erbringen. Im Gegensatz zur Studie von Mithöfer verwendeten wir drei MDMA-Sitzungen anstatt nur zwei und eine Nachdosierung nach 2,5 Stunden der halben MDMA-Dosierung. Und, wie wir schon heute gehört haben, Verblindung mit derart psychoaktiven Substanzen, damit man einen Doppelblindversuch durchführen kann, ist ziemlich schwierig. Und da kam die Idee auf, eine niedrige Dosis von MDMA, nämlich 25 Milligramm, als Placebo zu verwenden. Neu war auch eine Einjahresnachuntersuchung. Das Studiendesign sah so aus: Wir rekrutierten 12 Probanden in der ersten Phase, 8 bekamen die volle Dosis von 125 Milligramm MDMA und 4 Placebo mit 25 Milligramm. Wir waren ein Therapeutenpaar, das zeigte sich als sehr wertvoll bei einigen Probanden, welchen einen sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlitten hatten und niemals mit nur einem Mann sich das gewagt hätten. Die drei MDMA-Sitzungen fanden im Abstand von 3 bis 4 Wochen statt und waren eingebettet in eine konventionelle Psychotherapie, die dazu diente, die Erfahrung zu integrieren. Bei Bedarf konnte man noch, wenn es den Leuten schlecht ging, einige Sitzungen anhängen zur Stützung und zum Auffangen. In einer zweiten Phase konnten diejenigen, die Placebo erhalten hatten, das ganze Prozedere nochmals durchmachen mit der vollen Dosis. Die Messinstrumente, die wir angewandt haben, waren der CAPS und PDS. Der CAPS steht für Clinician Administered PTSD Scale und das ist der Goldstandard in der Erforschung von PTSD. Und der Post-Traumatic Distress Scale, Diagnostic Scale, ist ein Fragebogen zum selber ausfüllen nach den Sitzungen. Die Messzeitpunkte war vor Baseline, vor der Therapie, nach 3 Wochen, nach der zweiten Sitzung, 3 Wochen nach der dritten Sitzung, da fehlt ein 3. Das war gleichzeitig die Ende der Therapie. Danach folgten die Follow-up-Untersuchungen, 2 Monate und 12 Monate nach der letzten Sitzung. Hier müssen Sie nur die hintere eingefärbte Kolonne beachten. Wir hatten nur 2 Männer und 10 Frauen in der Studie. Die waren schon lange krank, das sieht man, im Durchschnitt 18 Jahre litten sie an ihren PTSD-Symptomen und hatten schon jede Menge Therapie hinter sich, inklusive die für PTSD zugelassenen Antidepressiva. Also mehr als 5 Jahre hatten schon verschiedenste Methoden angewandt. Die größte Gruppe betraf sexueller Missbrauch im Kindesalter, aber auch Trauma infolge von medizinischer Behandlung, 3 Probanden mit nach Verkehrsunfällen und jemand infolge lebensbedrohlicher Erkrankung. Wir hatten 2 Dropouts, eine Frau aus Südafrika, die eine grauenhafte Geschichte hatte und nach der ersten Placebo-Sitzung ausschied, weil sie es nicht ertragen konnte.
was da hochkam. Und ein Mann aus der Türkei. Und wir haben bei beiden vermutet, dass wir da kulturelle Eigenheiten oder Hintergründe nicht richtig eingeschätzt haben oder davon nicht richtig wussten. Ich komme zu den Resultaten des CAPS. Es gab eine mittlere Reduktion von 15 Punkten. Das ist etwa der Rahmen, der gesehen wird bei den Psychotherapien wie kognitive Verhaltenstherapie. Aber infolge der kleinen Stichprobegröße reichte es nicht zu einem signifikanten Resultat. Hingegen kann man sehen, dass es nach besseres Resultat gibt nach 3 Sitzungen. Das spricht für 3 Sitzungen und nicht nur 2 Sitzungen. Mein persönlicher Eindruck war, dass man muss sich vorstellen, das sind Menschen, die traumatisiert sind, misstrauisch, viele negative Erfahrungen gemacht haben und sich nicht so leicht auf einen solchen Prozess einlassen, nach nur 2 oder 3 vorbereitenden Sitzungen, also vor dem MDMA. Und deshalb ging auch oft die erste Sitzung drauf, nur um Vertrauen zu bilden. Und danach ging es dann zur Sache mit dem Trauma. Das ist der Fragebogen, den Sie selbst ausgefüllt haben. Vielleicht nochmals zurück. Was man sieht, ist auch, dass die Placebo, die Gruppe, die blaue Linie, die wurden schlechter im CAPS. Also das aktive Placebo scheint eine gewisse Wirkung zu entfalten. Es ist also kein Placebo, es ist aktiv. Und aus unserer Sicht haben wir das Gefühl, dass es den Traumaprozess aktiviert, ohne den typischen MDMA-Support zu geben bei der vollen Dosierung, wie die Angstminderung. Hier das gleiche Bild. Dieser Fragebogen war signifikant besser. Ich möchte noch die Studie von Michael Mithöfer, die erste, vergleichen mit unserer. Es gab doch einige Unterschiede. Sie hatten 20 Probanden im Verhältnis 12 zu 8, wir nur 12. Wir haben dann auch noch, es wurden dann auch noch die Effektstärken berechnet. Die Effektstärke ist ein Maß, das unabhängig ist von der Stichprobengröße. Jedoch wirkt sie erst zuverlässig, wenn man ganz viele solche Pilotstudien miteinander vergleichen kann. Und da sieht man, dass unsere Studie in der gleichen Größenordnung abschneidet mit 1,0 und 1,4 nach einem Jahr. Alles, was über 0,8 ist, gilt als starke Wirkung, als starken Effekt. Die möglichen Gründe für die unterschiedliche Wirksamkeit oder die Nichtsignifikanz in unserer Studie ist nebst der kleinen Stichprobengröße natürlich, ob wir genügend treu dem Manual gefolgt waren. Vielleicht hatten wir auch einen anderen therapeutischen Stil. Die Manualtreue wird normalerweise in psychotherapeutischen Studien erhoben. Das hat noch nicht stattgefunden bei dieser Studie. Vielleicht gab es Rater-Unterschiede vom unabhängigen Untersucher. Vielleicht sind auch Therapeutenvariablen wichtig, kulturelle Unterschiede oder auch Unterschiede in der Schwerung, in der gesamten Schwere der Erkrankung. Stichwort komplexe PTBS. Vielleicht auch Zufall. Also, was sind die Ergebnisse oder zusammenfassend? Wir fanden, dass MDMA-unterstützte Psychotherapie sicher anwendbar ist bei chronischer PTBS in einem klinischen Kontext. Wir hatten keinerlei Probleme mit psychologischer oder körperlicher Art. Die Abnahme der PTBS-Symptome waren statistisch nicht signifikant, jedoch
sind die Effektstärken vergleichbar mit der Studie von Mithöfer 2011. Die Resultate verbesserten sich weiter nach einem Jahr und 9 von 11 Probanden zeigten eine deutliche klinische Besserung nach einem Jahr. Dazu muss ich noch sagen, dass ein Proband verstorben ist unterwegs. Diese Frau entwickelte eine Metastase nach einem weit zurückliegenden Mammakarzinom. 3 MDMA-Sitzungen waren signifikant wirksamer als nur 2 Sitzungen. Wir hatten in der Studie 3 sogenannte Non-Responder, also Leute, die gemäß Definition nicht angesprochen hatten und konnten eine Zusatzbewilligung bekommen, ihnen nochmals 2 Sitzungen mit einer hohen Dose MDMA zu verabreichen, zum Herausfinden, ob eine höhere Dosierung etwas nochmals verändern könnte. Das tat es aber nicht. Und aktives Placebo, das haben wir auch untersucht und gezählt, führt zu einer deutlichen besseren Verblindung als reines Placebo. Wir waren in einem Fall mindestens komplett falsch in unserer Einschätzung von was abgelaufen ist. In den Sitzungen waren ganz erstaunt, als die Entblindung stattfand, dass die Patientin oder die Probandin Placebo erhalten hatte. Und aktives Placebo scheint eine leichte MDMA-Wirkung zu entfalten, wie schon berichtet. Hoppla. Ich möchte noch meine persönlichen Eindrücke mit euch teilen zu den Probanden. Das ist nicht wissenschaftlich, aber doch finde ich interessant. Für alle fand durch die Teilnahme an dieser Studie, durch diese MDMA-Erfahrung, ein Wendepunkt in der Krankheitsgeschichte. Wir sind heute noch in Kontakt mit 5 oder 6 der Probanden und wir sehen, wie sie sich weiterentwickeln und wie diese Studien eine Zäsur war, wo es begann, vorwärts zu gehen nach vielen Jahren der Stagnation im psychotherapeutischen Prozess. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass MDMA geniale prosoziale Eigenschaften hat. Es hilft, eine therapeutische Beziehung zu initiieren und zu verbessern. Nähe, Vertrauen und Offenheit nehmen zu. Wir konnten bei allen feststellen, dass ihre Motivation, in der Therapie zu arbeiten, ihre Anstrengungsbereitschaft und ihre Belastbarkeit im Verlauf der Zeit zunahmen. Meine persönliche Folgerung ist, Leute oder Probanden, die in der Kindheit traumatisiert wurden, brauchen einfach ganz viel Zeit. Sie brauchen Jahre und die besseren vielleicht ein Stück weit in einer solchen Studie, aber es gibt da so viel Arbeit zu tun, wie wir vorher gehört haben im Vortrag von Peter Gasser. Was wir auch beobachten können, ist, dass die Einnahme von MDMA der Anstoß zu persönlichem Wachstum und Entwicklung bei den Probanden war. Sie haben heute stabilere Beziehungen und bei vielen hat die Arbeitsfähigkeit gebessert. Meine persönlichen Eindrücke als Studienleiter und auch Therapeut. Es hat einen enormen persönlichen Lerneffekt für mich bewirkt in Bezug auf mein Verständnis von Trauma, mein Verständnis von traumatologischer Therapie, Überbindung, über das MDMA selbst. Was schwierig war, war dieser Rollenwechsel zwischen Therapeut und Forscher. Als Therapeuten sind wir gewohnt, immer das Maximum zu tun und alles zu probieren. Und als Forscher muss man sich an ein Protokoll halten und sich beschränken und vielleicht nicht das Wünschbare tun. Dieser Wechsel war manchmal sehr schwierig und auch schmerzhaft.
Und klinische Forschung in der Praxis ist möglich, aber dafür fehlen Ressourcen, dafür fehlen Finanzen und, da, und aus Know-how fehlt als niedergelassener Psychotherapeut, da braucht es eine institutionelle Anbindung. Und ich bin da Ulrich Schneider sehr dankbar, dass er mich gecoacht hat durch die Studie hindurch und mir beigebracht haben, wie man das überhaupt tut. Es ist ein großer zeitlicher Aufwand, der aber demgegenüber aber eine sehr bereichernde persönliche Erfahrung entstanden ist. Last but not least, die Finanzierung ist ein enormes Problem. Ohne die Multidisciplinary Association for Psychedelic Study, MAPS, wäre das nicht möglich gewesen. Zum Schluss, das war unser Setting in unserem Gruppenraum in Biberist. Da ist eine Probandin, Verena, die sie sittet. So hat das ausgesehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Danke dir, Peter, für diesen sehr schönen Vortrag und für diese Darstellung deiner Arbeit. Erlauben Sie mir noch eine kurze Nachbemerkung. Wie du schon sagtest, die klinische Forschung in der ärztlichen Praxis ist ja etwas sehr Seltenes, findet leider sehr selten statt. Sie wird selten durchgeführt, da es doch sehr aufwendig ist, zeitlich, finanziell. Und den Ablauf der Praxis vermutlich auch ziemlich auf den Kopf stellt. Es braucht ein sehr großes Engagement, insbesondere als keine Karrierehoffnungen damit verbunden sind. Und deshalb denke ich, dass den beiden Schweizer jungen Forschern doch noch einen speziellen Applaus zu gönnen ist. Nun wird uns Thorsten Passy, den Sie bereits von heute Morgen kennen, durch seine Hypothesen führen zu den neurophysiologischen und psychologischen Wirkmechanismen der Psychotherapie mit Halluzinogenen und Entaktogenen. Bitte schön. Ja, guten Tag nochmal. Ich möchte auch auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen, noch zwei Ergänzungen machen, kurz zu den beiden Vortragenden vorher. Also einmal hat Peter ja seine Ergebnisse gar nicht wirklich präsentiert und die sind insofern, stellen die eine gewisse Sensation auch dar. Wir haben die ja potent publizieren können, insofern sind die der Öffentlichkeit zugänglich. Aber wir haben ja gemessen mit einem Instrument für Angst, wo also quasi gerätet wird, wie viel Angst ist noch vorhanden. Das waren ja Patienten mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Und was von Interesse ist, ist, dieses Instrument misst zwei Parameter. Und zwar einmal die Angst, die man jetzt gerade hat, sozusagen der aktuelle Zustand, und die Angst, die der Persönlichkeit inhärent ist. Also die Angstdisposition der Persönlichkeit. Und was diese Studie gezeigt hat, und das war eigentlich die Sensation, ist, dass die Zustandsangst massiv runtergegangen ist, also die Angst, die die Patienten mit in, angesichts dieser bedrohlichen Erkrankung hatten, und das ist über 12 Monate komplett stabil gewesen danach. Und das war das Entscheidende, die Trait Anxiety, also die persönlichkeitsimmanente Angst, die sie weder mit Pharmaka noch mit Psychotherapie normalerweise beeinflussen können, ist auch massiv runtergegangen, in gleichem Ausmaß und genauso stabil geblieben. Und das könnte darauf verweisen, dass tatsächlich diese neurobiologische Komponente, diese Unterstützung, die wir noch eingebracht haben, quasi noch tiefgreifendere Effekte gezeitigt hat, wie Peter die auch in diesem Bild und in dieser eindrucksvollen Fallgeschichte aufgezeigt hat. Darauf wollte ich hinweisen. Und zum anderen noch eine ganz kurze Bemerkung, auch zum Vortrag von Peter Oehn, nämlich, er hat ja gesagt, 15 Punkte runter, das ist äquivalent zu dem Erfolg der kognitiven Verhaltenstherapie. Das ist richtig. Nur das waren ja Patienten, die haben ja eine Karriere von 18 Jahren gehabt, mindestens 5 Jahre Therapie, galten als therapieresistent, haben also auf die konventionellen therapeutischen Maßnahmen gar nicht reagiert. Und das ist hier der Schlüssel zu, um das zu verstehen, warum wird hier ein riskanteres Verfahren noch eingesetzt, weil man damit noch Erfolge erzielen kann, die konventionellen Methoden vergleichbar sind, auch bei Patienten, die sonst keine Hilfe mehr zu erwarten haben. Ja, gut, aber das, sorry, dass ich das nochmal ergänzen wollte.
Ich selber möchte... Ich bin jetzt angesichts der zeitlichen Bedingungen eigentlich ganz froh. Also LSD und MDMA, da hat ja auch Herr Lichti ganz klar darauf hingewiesen, sind relativ unterschiedliche Substanzen, haben überlappende Effekte in Teilen, sind aber pharmakologisch sehr unterschiedlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich beschränke mich jetzt, was die Wirkmechanismen angeht, hier mal auf das MDMA, weil das ja auch danach nochmal in dem anderen Vortrag im Fokus steht. Das LSD würde nochmal extra dann was ausmachen. Also die Entaktogene, zu denen ja MDMA gehört, sind anders als die Halluzinogene, wurde ja schon angedeutet, sie haben kaum halluzinatorische Aktivität, verursachen kaum kognitive Störungen. Die Patienten sind vollkommen klar. Es findet eine starke Entängstigung statt, warum das so ist, kommen wir auch noch drauf, und auch eine Öffnung der Person. Und Selbstakzeptanz und Empathie, was ja auch Ziele der Psychotherapie sind, werden gestärkt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben an illegal Behandelten in einem geordneten, für uns nachvollziehbaren Setting, hat ein Berliner Psychologiestudent unter meiner Anleitung eine Studie durchgeführt mit halbstrukturierten Interviews an ehemaligen Patienten der psycholytischen Therapie, die primär mit MDMA behandelt wurden. Das waren 8 ehemalige Patienten. Wir haben dann 5 Transkripte mit Hilfe eines Psychologieprofessors an der Uni ausgewählt, haben davon Transkripte angefertigt, haben diese einer wissenschaftlichen Inhaltsanalyse zugeführt, also wo man dann systematisch diese Texte zergliedert, und haben noch im Anschluss eine phänomenologische Analyse dieser Beschreibungen durchgeführt. Die Arbeit hatte den Titel Veränderungsprozesse der psycholytischen Therapie aus der Sicht von Patienten. Die hat auch mit einer 1 abgeschlossen, die Arbeit, und später ist dann auch darüber ein Buch publiziert worden. Die psychologischen Prozesse, die wir auffinden konnten, mit großer Regelmäßigkeit in diesen Beschreibungen der Patienten, waren einmal eine tiefe psychophysische Entspannung, häufig beschrieben von den Patienten als: so entspannt war ich in meinem ganzen Leben noch nie, also schon relativ drastisch. Eine starke Entängstigung und Öffnung gegenüber dem interpersonalen Geschehen und auch gegenüber sich selbst. Also wir haben damals schon in den 80er, 90er Jahren den Terminus Mitgefühl mit sich selbst geprägt, wo man uns also immer abgewiesen hat und gesagt hat, das geht doch gar nicht. Wie soll der Empathie für sich selbst? Was ein Unsinn. Heutzutage ist in der Psychologie durch die Achtsamkeitsbewegung das ein ganz selbstverständlicher Terminus geworden. Mitgefühl mit sich selbst. Ja, sowas passiert. Das Gefühlsleben wird stark aktiviert. Es kommt auch zu einem tagtraumartigen imaginären Erleben, wo also auch psychodynamisch relevante Inhalte auftreten. Und das Körpererleben ist im Sinne dieses tiefen psychophysischen Entspannungszustandes auch stark verändert. An Wirkmechanismen, und das hat ja der Herr Schlichtingen, der ja auch hier anwesend ist, schon in den 90er Jahren sehr prägnant aufgezeichnet in einer Arbeit darüber, dass die Psycholyse, die sowohl die mit Entaktogenen als auch die mit Halluzinogenen in dem gewöhnlichen psycholytischen Setting eigentlich alle therapeutischen Mechanismen, die ja Herr Grave hier an der Uni Bern so klar rausgearbeitet hat, eigentlich aktiviert und verstärkt. Und insofern müssen wir uns auch nicht wundern, dass diese Methode unter Umständen besondere Wirksamkeit entfaltet. Also unter Problemaktualisierung ist ja laut Grave zu verstehen, dass man sich quasi vergegenwärtigt, wo liegen meine Problemsphären. Also ich habe Probleme ständig mit Beziehungen, ich treffe immer die falschen Partner, ich kriege auf der Arbeit immer mit bestimmten Leuten bestimmte Probleme und so weiter, die dann unter Umständen in diesem veränderten Bewusstsein auch erscheinen bei einem selbst. Dann haben wir gefunden, mentale Alternativsimulationen, das haben wir uns jetzt neu gedacht dazu, und zwar waren das Sachen wie, ich fühlte mich wie zurückversetzt in diesem introspektiven Zustand in eine frühe Kindheitssituation. Die Mutter hat mich immer bewacht, sie war alleinerziehend, hat mich immer bewacht, ist ständig unangekündigt in mein Zimmer gekommen und hat mich irgendwie drangsaliert, bei mir irgendwas gesagt oder was ich nicht richtig mache und so weiter. Und die Alternativsimulation war diejenige, dass die Patientin in diese Situation zurückgegangen ist, erst diese Bedrückung erlebt hat, die sie mit der Mutter erfahren hat, aber als die Mutter den Raum betrat, hat sie gesagt, raus hier! Ja? Also eine ganz andere Situation innerlich eingenommen zu der Szene, als sie die früher über Jahre hatte. Das haben wir dann mentale Alternativsimulation genannt. Also das quasi eine andere, also sie hat die Mutter der Situation verwiesen, was sie vorher nie gemacht hat. Also sowas kann dann sehr einschneidend auch für die innere Befindlichkeit dann sein.
Und das ist hier nochmal ein zentraler Fokus, sowieso die Studien von Fornaggi und von der gesamten Psychotherapieforschung, die er mal hat Revue passieren lassen. Er ist ein sehr alter Forscher, der 45 Jahre diese Forschung gemacht hat. Der hat ja ganz klar herausgearbeitet, es geht im Kern um Vertrauen. Das Vertrauen ist erschüttert und soll nach Möglichkeit wiederhergestellt werden. Durch eine wohlwollende Beziehung, aber auch durch die Zustände, die an Vertrauen in Psychoanalysen und Psychotherapien wieder herausgebildet werden und vorkommen. Und MDMA scheint diesen Aspekt der Vertrauensbildung ganz besonders zu begünstigen. Warum dem so ist, kommen wir dann noch drauf. Und die korrigierende Neuerfahrung, also ich habe mich anderen gegenüber geöffnet und keiner hat mich verächtlich behandelt, was mir aber früher immer widerfahren ist. Das kann auch eine ganz wertvolle, einprägsame Erfahrung sein und auch andere korrigierende Neuerfahrungen im Sinne der interpersonalen Interaktionen können häufig vorkommen. Und insofern haben wir hier Vertrauensbildung plus korrigierende Neuerfahrung in den Bereichen Vertrauen in die eigenen Gefühle, Vertrauen in den eigenen Körper und Vertrauen in die interpersonale Sphäre. Und das sind genau die Sachen, die wir eigentlich psychotherapeutisch befördern wollen und die MDMA anscheinend von der Disposition her ganz gut ermöglicht und unterstützt. Und letztlich auf einer etwas abstrakteren Ebene kann man sagen, dass intrapsychische Prozesse unter MDMA-Wirkung im therapeutischen Setting stark intensiviert werden. Es kommt auch zu Altersregressionen, also wie diese Patientin, die sich da zurückversetzt gefühlt hat in diese Situation. Also so eine Erinnerung wird hypamnestisch, also mit besonders guter Gedächtnisfunktion, wieder in Erinnerung gerufen und auch emotional innerlich miterlebt. Es kommt zur Deschematisierung, das heißt, also es werden die Dinge, die vorher in einer bestimmten Weise gesehen wurden, also zum Beispiel mir einen Patienten, der sagte, ich habe meine Mutter immer gehasst, die war übergriffig, die war mir viel zu nah und so weiter. Und der auf dem beginnenden MDMA-Trip dann auf einmal sagte, ich liebe meine Mutter. Eigentlich hat es das vollkommen sein Schema, was er auf Hass ausgerichtet hatte, um sich da auch abzugrenzen, nochmal vollkommen geweitet und er konnte das auf einmal auch empfinden, was ja auch offenbar dazugehörte. Und dadurch auch verschiedene Sachen können dann auch neu bewertet werden. Also ich habe das Schema, mein Vater ist ein Schwein, weil er sich von meiner Mutter getrennt hat in dem Alter und das hat mir geschadet und der Mutter geschadet und so weiter. Und unter so einer Deschematisierung kann dann unter Umständen deutlich werden, dass dem gar nicht so war, sondern dass das eine adäquate Situation war, dass sie sich getrennt haben und dass es ja danach eigentlich auch ganz gut gelaufen ist und dass diese ganzen Bewertungen neu zu tun sind, ja, durch diese Deschematisierung der Wahrnehmung und dieses Freiwerden von diesen Fixierungen. Übertragungsphänomene können stark transparent werden, das heißt, ich kann also sehr stark erleben, dass der Therapeut auf mich wie ein Vater wirkt, aber es eigentlich gar nicht ist. Also ich realisiere das in dem Moment, dass ich quasi auf alle Männer mit weißen Haaren das und das Schema übertrage und das kann mir in dem Moment sehr, sehr stark transparent und bewusst werden, sodass ich das auch wirklich bei mir behalten kann und einer weiteren Bearbeitung zuführen kann. Und dann gibt es halt noch die angstfreie Näheerfahrung, die insbesondere im Bereich von Gruppenpsychotherapie, was wir untersucht haben und was ja auch von der SEPT im Wesentlichen gemacht wurde, auch wenn wir hier in diesen Studien immer diese Einzeltherapie-Situationen hatten, um die Studienvalidität zu stärken. Aber diese angstfreie Näheerfahrungen sind zentral. Das heißt also, bei Gruppen läuft es dann häufig so, dass nicht die Erfahrung selber unter der aktiven Pharmakawirkung nur wichtig ist, sondern wenn so eine Art Herzöffnung und Entängstigung stattfindet, dann wirkt die noch über die aktive Pharmakawirkung hinaus. Das heißt, die Leute können sich dann quasi nachmittags, abends in diesen Gruppenzusammenhängen vollkommen angstfrei begegnen und unbefangen über sich sprechen, sind im vollen Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten und nicht mehr alteriert, bis auf die Entängstigung. Ja, auch das sind nochmal Sachen, die auf jeden Fall zum therapeutischen Setting mit dazugehören und die eigentlich alle Gruppentherapeuten, denke ich, auch bestätigen können. Jetzt noch kurz zu den neurophysiologischen Mechanismen. Teilweise sind die belegt, teilweise sind die auch nochmal durch Denken und Beiziehung anderer Forschungsergebnisse aktualisiert. Was haben wir für Wirkmechanismen bei MDMA? Also ein Wirkmechanismus, der relativ dezidiert belegt ist, das ist nämlich, dass die Amygdala, also das Zentrum des Furchtnetzwerkes in der linken Gehirnhälfte, deaktiviert wird unter MDMA. Nicht im Sinne von, ich kann jetzt fliegen und springe aus dem Fenster oder laufe vors Auto oder sowas, so nicht, sondern einfach eine Entängstigung. Man hat da früher auch von Artificial Sanity gesprochen, also dass man quasi einen Moment mal nicht unter diesen ganzen neurotischen, ängstigenden Spannungen steht, die sich übers Leben vielleicht insbesondere bei traumatisierten Patienten angehäuft haben.
Was wir noch gefunden haben, ist, dass der MDMA-induzierte Zustand äquivalent ist auf neurobiologischer Ebene, auf neurohormoneller Ebene und auf klinischer, sichtbarer Ebene mit dem postorgasmischen Zustand, was nochmal bedingt, dass die Leute da keine Drogenorien mit sexuellen Ausschweifungen feiern, sondern quasi komplett bei sich sind, weil sie in gar keinem sexuell irgendwie appetenten Zustand sich befinden und dadurch auch diese Näheerfahrungen viel gefahrloser gemacht werden können, im Prinzip wie als Kind. Die Balancen der Furcht werden unterlaufen. Das heißt also, normalerweise bei Traumatisierten etwas vereinfacht dargestellt, ist es so, dass das Furchtzentrum hochgefahren wird durch diese misstrauensbegünstigenden Negativerfahrungen und der Frontalkortex als, sagen wir mal, das generelle Steuerungsorgan nicht mehr in einer adäquaten Balance ist. Das heißt, der Präfrontalkortex wird dazu genötigt, zum Beispiel Vermeidungsverhalten zu generieren, weil die Furcht so groß ist. Also ich gehe jetzt nachts gar nicht mehr raus. Und mit Männern will ich auch gar nichts mehr zu tun haben nach der Vergewaltigung. Ja, also man kann das quasi nicht mehr entsprechend gegensteuern. MDMA kehrt das genau um. Deaktiviert die Amygdala, stärkt den Frontalkortex, sodass quasi auch da eine andere Prozessierung von Reizen und Erfahrungen möglich wird. Damit halt heilende psychische Prozesse dann entsprechend getriggert werden. Und das ist auch noch von Interesse, die Basis des Gesamtzustandes ist ja auch durch hormonelle Prozesse determiniert und auch darauf werde ich noch eingehen kurz. Die neurohormonellen Veränderungen, die durch Substanzen wie MDMA hervorgerufen werden, stärken offenbar genau diese Prozesse, die wir in der Psychotherapie haben wollen. Kommen wir noch genau drauf, die Amygdala, das wollte ich Ihnen nochmal etwas drastischer vor Augen führen. Hier ein Template von einer PET-Studie von Frau Gutzulis-Mayfrank mit dem Entaktogen MDE, extrem nahe verwandt zu MDMA, Ende der 90er Jahre durchgeführt. Und was Sie hier sehen, ist hier, was von dem Kreis umgeben ist, das ist der Bereich der Amygdala in der linken Hemisphäre. Und wenn Sie das vergleichen, da sehen Sie, dass da eine deutlich geringere Aktivität vorhanden ist, sodass wir das als evident annehmen dürfen. Aber auch die Ergebnisse von Herrn Vollenweider, die das replizieren, bestätigen genau das. Und ich will Ihnen zum Schluss noch eine kurze Idee geben, wie man sich die Reprozessierung von Traumata vorstellen kann unter MDMA-Wirkung, weil auch das immer wieder berichtet wird, aber auch nur ein Bestandteil dessen ist, was MDMA psychotherapeutisch bewirken kann. Und dazu gebe ich Ihnen eine ganz kurze Erläuterung, was passiert, wenn wir einen nicht traumatogenen Reiz verarbeiten. Da können wir uns vorstellen, das Ding, der Reiz kommt vom Auge und geht in den visuellen Kortex und von da geht er in den Thalamus, in so eine Art Verschaltungsstelle, wo dann verschaltet wird, wo geht überhaupt der Reiz hin. Was dann passiert ist, es wird über den Kortex nachgeguckt, was ist hier an dem Vortrag wichtig, was muss ich mir merken, was ist eher unwichtig und so weiter. Es wird sortiert quasi. Danach geht es wieder zurück in den Thalamus, in diese Verschaltungsstelle und dann in die Gedächtnisbank, nämlich den Hippocampus. Also findet sozusagen eine geordnete Verarbeitung des Erlebten statt. Was passiert, wenn, und das war übrigens eine klinische Vermutung schon von Freud, der sich da also bestätigt, was passiert, wenn ein traumatogenes Ereignis eintritt? Die Wirkung ist so übermächtig, dass der Reizschutz, so hat Freud das genannt, versagt und das entsprechende Erlebnis direkt im Hippocampus abgelegt wird. Dieser Faktor, dass also quasi keine Verstoffwechselung über den Kortex, keine Sortierung stattfindet, kann uns auch erklären, warum wir Flashbacks haben, wo Leute also realistisch das Szenario wieder vor Augen haben und kann uns auch Albträume erklären, die ja auch so ein Wiederkehren dieser Situation implizieren. Ja? Und was nun passiert ist, hier nochmal etwas größer, die Bilder sind leider nicht ganz so genial. Also wir hätten jetzt hypothetisch eine Art spannungsvolles Erinnerungssystem, also spannungsvolle Erinnerungen im Hippocampus gespeichert, die eigentlich auf Ausdruck drängen, in irgendwelchen schwachen Momenten, kurz vorm Einschlafen, kriege ich auf einmal ein Angstgefühl oder so, weil das so wiederkehrt oder im Schlaf als Albtraum, wenn die Amygdala mal nicht stark genug funkt, das ist hier der Mandelkern, die Amygdala, die quasi die ganze Zeit dieses Aufkommen oder Wiedererinnern dieser Reize ausbremst. Und was passiert jetzt, wenn wir die Amygdala ausschalten? Und ihren hemmenden Einfluss, dann kommt es dazu, dass quasi diese Erinnerungen wieder ins Bewusstsein treten. Und zwar, und das ist interessant, jetzt könnte man ja sagen, ja, da wird ja einer retraumatisiert, weil das einfach willkürlich auftritt. Aber ich sage Ihnen was, wir müssen ja heute mal diese Therapie-Manuale schreiben und müssen denen genau folgen und so weiter. Was Herr Mithöfer mir mal im persönlichen Gespräch erklärt hat, ist, das Wichtigste ist, dass man fast nichts macht, sondern dass man eine vertrauensvolle Atmosphäre schafft, weil
diese Substanz, der Substanzcharakter ist so benigne, so gutartig, dass es im Prinzip automatisch in den entsprechenden Umständen zu einer Wiederverstoffwechselung dieser andrängenden und bedrückenden Erinnerungen kommt. Ja? Und was jetzt passiert ist, sie gelangen nochmal wieder ins Bewusstsein, die Erinnerungen, und werden dann ganz geordnet über, sie können quasi aufgerufen werden, weil ja die Amygdala deaktiviert ist, und werden dann nochmal ganz geordnet wieder verstoffwechselt und dann wieder im Hippocampus abgelegt. Und so kann man sich auch klar machen, warum die Erfolge, die Herr Mithöfer ja noch drastischer bei seinen Patienten gesehen hat als Herr Öhn, da auch zustande kommen, selbst bei therapieresistenten Patienten, weil sie im Prinzip dieses System sozusagen öffnen, ja, und den Präfrontalkortex gleichzeitig stärken, also die verarbeitende Kompetenz erhöhen. Und jetzt kommen die drei Faktoren, die letztlich bei der MDMA-gestützten Therapie dann entscheidend sind. Also ventromedialer Präfrontalkortex wird aktiviert, die Amygdala wird deaktiviert. Das führt dazu, dass ein Reprozessieren und Integrieren von traumatischen, unverarbeiteten Erfahrungen möglich wird. Zugleich werden Prolaktin und Oxytocin ausgeschüttet, was dazu führt, dass massive Entspannung, massives Vertrauen da ist und auch, wie durch Oxytocin und Prolaktin begünstigt, ein Neueinschreiben positiver Beziehungserfahrungen stattfinden kann, wofür dann diese Näheerfahrungen auch relevant sind und auch das, was Herr Öhn geschildert hat mit dem zunehmenden Vertrauen, ja, was sich da bildet. Und zugleich werden ja auch Cortisol und Noradrenalin ausgeschüttet, die wiederum Lernen und Extinktion, also Auslöschung oder Löschung von Negativerfahrungen begünstigen. Und wenn wir jetzt vergegenwärtigen, dass diese drei Faktoren hier zusammenwirken und quasi im therapeutischen Rahmen dann auch entsprechend diese psychotherapeutischen Prozesse entsprechend unterstützen und konsolidieren helfen können. Da können wir uns eigentlich relativ gut erklären, warum diese Therapie über Jahrzehnte ja von unserer Gesellschaft teilweise mit mickrigen Budgets und relativ wenig Resonanz doch immer weiter favorisiert wurde, weil da einfach ein enormes Potenzial drinsteckt, was hoffentlich bei einer vorurteilsfreieren Bewertung dann auch irgendwann mal zum Tragen kommen wird. Und jetzt, da bin ich ja ganz schlimm, sage ich Ihnen hier nochmal, wir haben ja Bücher publiziert über diese Sachen. Also das ist einmal die Studie, die ich mit dem Herrn Dürst zusammen gemacht habe, und dann nochmal, wo etwas mehr auch die Mechanismen beschrieben werden, 2012 bei MEPS erschienen. Und nochmal kurz zusammengefasst, es gibt neuartige neurobiologische Wirkungen von diesen Stoffen, die bisher in der Pharmakologie so nicht bekannt waren, insbesondere auch nicht von Amphetaminen, die ja als verwandt erachtet werden. Die Amygdala, die Aktivierung fördert Heilung. Diverse psychologische Wirkmechanismen sind aber im Spiel, nicht nur die beiden, die ich Ihnen vorgestellt habe. Es geht um Vertrauensbildung, und das kann halt sehr stark bestärkt werden in Gefühle, Körper und andere. Und diese hormonellen Aspekte spielen auch noch eine Rolle. Insofern könnte es sich hier um ein ganz außergewöhnliches Heilmittel handeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus